Aber da kommen wir her. Und ja, unsere Schwester oder die Sam, ja, ist doch unsere Schwester, ist anscheinend die Dingens, die Retterin, die Dingens, Frau. Die Frau fürs Krumen, nee. Was ist denn da dahinter? Sind das Halus? Ah, nichts, was uns weiter. Ist anscheinend hier da die Sonnenkönigin, wird sie als das vergöttert. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Überlebensinstinkt. Ja, sorry, ich will da jetzt mal schön danach schauen, da kommen wir doch. Ach so, klar, ich trottel. Einfach das Gas entzünden, logisch. So, komm. Da hätte ich auch schneller drauf kommen können. Okay, weiter geht's. Okay. Gleich mal wieder entzünden. Verdammt, wir haben noch einen Pfeil. Wow, schnell durch. Okay, die Grube, was haben wir hier? Wieder ein Ding. Dieser neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. So, wieder ein Geständnis eines Solari. Ja, da ist ein bisschen die Kacke am Dampfen, muss man schon sagen. Dann schauen wir uns mal hier kurz das Lager an. So, 6 von 10 Laras Tagebücher, Set aktualisiert. Und, so, nee, das, da können wir noch normal durch. Wir sind blutüberströmt. Nicht zu viel Zappel. Und auf einen raschen Tod. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Krass, wie die denn alle verprügeln. Wir haben nur noch einen Fall, den verschwende ich jetzt nicht hier für die Typen. Ich glaube, dafür muss ich meine Axt dann im Nahkampf jetzt spätestens einsetzen bald. Außer also wir finden irgendwo Munitioner, unsere ganzen Waffen sind noch weg. Keine Pistole, keine Schrotflinte, kein Gewehr. Aber wir haben ja logischerweise noch unsere Axt, glaube ich, und den Pfeil am Bogen. Aber mit nur einem Pfeil kommen wir natürlich nicht weit. Ihr habt ja gesehen, wie viele Gegner das waren. Deswegen denke ich mal, es wird Zeit für die Axt. Und ein bisschen Nahkampf-Action, weil das sind ja jetzt auch keine richtigen Kämpfer. Die haben ja keine Waffen. Sie können ja auch nur schlagen. So, dann let's go. Wer will zuerst? So. Machen wir hier kurz eine Explosion. Spontan, wie wir sind. Und drehen mal hier am Rad. Wow, verdammt, das ist nicht gut. Wir brauchen jetzt irgendwelche Pfeile, wenn hier Gas entströmt. Um dann natürlich das in die Luft zu jagen. Da hinten ist auch Gas, aber wir haben einfach mal keinen Pfeil mehr. Da kommen wir nicht weiter. Vielleicht gibt es hier irgendwo Pfeile. Da blinkt was. Okay, das war nur so ein dummer Geocoach, der bringt uns auch nichts. Können wir hier rein? Nee, leider nicht. Okay, wo war denn der Typ, der zusammengeprügelt wurde? Vielleicht. Wow, da sind schon wieder. Hat den gerade gesehen, der da durchgerannt ist? Hier war doch gerade was. Ja, Munition, sehr gut. Was sind das für Freaks, meine Güte? So, springen wir erstmal hier das Tor auf, damit wir weiter können. Keine Ahnung, was bei den Gefangenen im Kopf abgeht, wie behindert die da gerade lachen.
So, ich glaube, hier hätte man eher in Deckung, also in Deckung gehen sollen, anstatt hier offensiv gegen die Gegner zu kämpfen. Aber jetzt haben wir schon den Kampf ausgelöst, aber wir finden hier ein paar Pfeile. Ah, verdammt. Und können somit die Gegner an sich besiegen. Hoffe ich doch. So. Das war's auch mit unseren Pfeilen. Da hinten sind vielleicht noch welche. Ey, das ist nur ein Geocoach, der bringt uns natürlich nichts. Neue Munition. Boah. Verdammt. Nee, das klappt nicht. Ich glaube, da sollten wir den defensiven Weg probieren, dass irgendwie die Gegner an uns vorbeilaufen. So, jetzt gehen wir hier mal in Deckung. Ich hasse es. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. So, das heißt, der eine ist jetzt weg und den anderen können wir uns, glaube ich, von hinten holen, oder? Der pinkelt gerade eine Runde. Der pinkelt wirklich. Ja, wie krass. Wow, und das ist also der Move mit der lautlosen Axt. Sehr geil, wie ich finde. Und natürlich ein bisschen plündern. Hey, du bist mit durch. Ganz ruhig, du verlierst so viel. Okay, was machen wir hier? Die bewegen sich nicht. Ach, nicht schon wieder. Ich sag den Sammlern ständig, wir brauchen einen neuen Generator. Ich mach schon. Okay, er geht. Feuerpfeil sorgt für Action. Und jetzt mit der Axt. Komm schon. So, Exekution hier. Verdammt, verdammt. Okay, Action, Action. Sorry, dass ich wieder leise bin. Ich will mich nur konzentrieren, weil ich ja nicht weiß, wann wieder meine Pfeile ausgehen. Bevor ich hier wieder die Stelle wiederholen muss, bin ich hier natürlich ein bisschen vorsichtiger. Aber so geht's also auch offensiv mit der Axt, gefällt mir natürlich auch sehr gut. Und dann tun wir natürlich hier gleich wieder schön plündern für neue Pfeile, das ist natürlich sehr gut. Neues Lager in der Katakomben, okay. Hier können wir eigentlich eh nichts Besonderes machen. Wir haben keine Fähigkeitspunkte und wir wollen uns eh nichts, als ob wir uns auch jetzt Upgrades kaufen für Waffen, die wir gerade eh nicht besitzen. So, hier können wir wieder Gas aufdrehen. Um den Weg freizuspringen wahrscheinlich. So, Feuerpfeil, ja gut, wir haben 40 Pfeile, das ist natürlich sehr gut. Und boom, weiter geht's. Okay. Da geht's dann weiter, sehr schön. Und was mir auch gerade positiv auffällt, weil ich hier noch das eine Upgrade gemacht habe, dass man mehr Munition tragen kann, also noch mehr. Ich kann jetzt sogar 40 Pfeile tragen oder vielleicht sogar 50 und habe halt gerade nur 40 aufgesammelt. Aber zumindest habe ich schon mal 40 anstatt 30, was hier natürlich schon mal um einiges lohnt. Dass wir dann wirklich genügend Munition ansparen können, wenn wir welche einsammeln von Leichen. Also von Gegnern, die wir plündern oder auch so, die wir halt irgendwo finden und so weiter und so fort. Dass da nicht immer sofort die Munition halt voll ist. So, da können wir nach oben. Oh, schon 11:30. Ich übertreib's echt. Also nicht, dass es jetzt spät ist oder so, aber halt einfach, weil ich schon so lange aufnehme. Aber bis jetzt fühle ich mich noch da. So, den holen wir uns wieder mit der Axt, oder? Zack. Der gibt keinen Ton mehr von sich. Bam. So geht's natürlich auch. Jetzt ist da unten eher ein bisschen Ruhe, oder? Ah, das waren glaube ich erstmal alle. Können wir natürlich hier schön plündern. Der hängt da ein bisschen, der macht glaube ich uns nichts mehr. So, okay. Hier gibt's wieder was zum Aufdrehen. Die alte bekannte Leier sozusagen. Ja, dummes Gas. Und zack. Bam, Überlebensinstinkt.
So, und hier haben wir doch so ein. Und 1, 2, 3. Ah, sehr gut durch den Schwung, durch die Flammen und Explosion schwingt es dann da in die Tür und wir können hier weiter, ist sehr schön. Dann geht's mal weiter. Wow, und hier stürzt glaube ich alles zusammen, deswegen sollten wir jetzt ein bisschen beeilen und aufpassen, dass wir wieder nicht lebendig begraben werden, wie am Anfang des Spiels, als wir in der Höhle gefangen waren. Denn das hier sieht ja so ähnlich aus. Wow, und es geht abwärts. Verdammt. Au, au, und überall das Giftgas, verdammt, wir müssen uns beeilen. Ich würde ungern hier ersticken. Und nach, weg hier, weg hier. So, geschafft. So, ich warum war ich gerade leise? Keine Ahnung, weil ich in diesem Stealth-Modus war. Dass ich die alle. Wow, krass. Schnell, schnell, schnell. Wären wir schon fast gestorben gerade. Komm schon, zeig dich. Und bam. So, weg. Ja, weil ich in diesem Stealth-Modus war, war ich ein bisschen ruhig, um mich zu konzentrieren, aber. So. Und das die letzten Gegner, können wir jetzt unsere Freunde retten? Krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grim? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnt ihr nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. So. Die müssen wir jetzt erstmal befreien. Aber bis wir die befreien, tun wir uns natürlich hier, nutzen wir jetzt kurz die Ruhe und die Zeit. Um hier natürlich ein bisschen hier noch die Typen zu plündern. So, und die Pfeile sind voll, das heißt, wir können 40 Pfeile tragen. Okay, ist ja schon mal ganz nett. So, hier kommen wir nicht hoch. Die kriegen so natürlich noch nichts hin, da müssen wir denen wahrscheinlich helfen, damit die sich hier irgendwie befreien können. Deswegen gucken wir mal, was wir hier alles Schönes machen können. Da kommen wir schon mal nicht hoch. Hier zum Beispiel. Durch das Gas wieder irgendwas freisprengen. So, Feuerpfeil einmal bitte und boom. So. Okay, das wäre schon mal eine Sache. Hier wird's langsam instabil. Und jetzt können wir da selber hin. So, und jetzt ist die Frage. Wow. So, ich überlege gerade. Und nochmal hier einmal. Ah, ich glaube, man muss erst das eine und dann das andere, damit es rüberspringt. Jetzt warten wir kurz. Und dann hier. Eins und zwei und bam. So sollte es funktionieren. Festhalten. Wow, sehr gut. Was? Unter diesem Tempel ist ein Vulkan sozusagen. Lavagrube. Wow, okay, wir sollten uns hier irgendwie entlanghangeln. Ich würde ungern runterfallen. Ab nach oben, okay, wir können nach oben, ab nach drüben. Wow. Das ist wieder hier so Uncharted-mäßig. Aber gefällt mir sehr gut. So, wo dann jetzt ist die Frage darüber, glaube ich.
und beeilen, bevor ihr alles zusammenkriegt. Nein, ich trottel. Da hätte ich meine Augen ein bisschen. Da merkt man, dass ich doch ein bisschen schon zu lang spiele.